Pizza-Paradies, Tom am Apparat. Schön, dass Sie sich wieder für uns entschieden haben. Was kann ich denn heute für Sie tun? Eine Prosciutto bitte mit extra Käse. Kein Problem. Ich guck kurz in Ihr Kundenprofil. Mein Profil? Mhm. Ja, ich sehe schon, die Prosciutto kostet bei Ihnen extra. Wie bitte? Was soll denn das heißen? Wegen Ihrer Krankenversicherung. Sie sind im Öko- und Eko-Tarif versichert. Wir müssen das jetzt immer gegenchecken. Das heißt, für Sie kostet die Prosciutto mit dem Extra-Zuschlag 12,99. Was? Naja, leichtes Übergewicht, dann die erhöhten Cholesterinwerte. Da sollten Sie vielleicht gar keinen Käse essen. Also ich empfehle Ihnen die Tofu-Brokkoli. Die kostet nur 7,99 und da bekommen Sie auch noch ein paar Bonuspunkte von Ihrer Krankenkasse. Na super. Gut, dann also die Tofu-Brokkoli. Ich sehe, Sie fahren gerade aus Ihrem Büro weg. Und woher wissen Sie das? Das ist unser neues Ortungssystem. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren und wir können Ihnen viel bessere Serviceleistungen bieten. Die Pizza geht dann wie immer zu Ihnen nach Hause. Das ist der Chamäleonweg 11 in 10629 Berlin, ja? Ja. Gut, wir sind dann in 25 Minuten bei Ihnen und würden gerne in bar kassieren. Nee, lieber mit Kreditkarte. Kreditkarte. Oh, die ist leider im Augenblick gesperrt. Das kann nicht sein. Doch, Sie haben Ihren Flug nach Rom noch nicht bezahlt. Denken Sie doch bei Gelegenheit mal dran, okay? Gut, dann haben wir soweit alles. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. War das die Pizzabestellung von morgen? Ob man Geld hat oder nicht, ob Single oder Familienvater, was man mag und wo man wohnt. All das wird heute schon gespeichert. Über jeden von uns. Berlin, ein beliebtes Internetcafé. Wir sind mit Peter Leppelt verabredet. Der Informatiker arbeitet als Datenschutzberater. Er will uns zeigen, wie leicht es ist, an persönliche Daten zu kommen. Übers Internet lässt sich vieles über Menschen herausfinden. Kaum einer ahnt, was alles über ihn gespeichert ist. Es sind Informationen, die man ganz legal erwerben kann. Peter Leppelt und sein Kollege Wulf Bolte, der per Videochat zugeschaltet ist, bestellen persönliche Daten in einem Online-Shop. Man kann sich da einfach ganz normal durchklicken und seine Adressen kaufen. Das ist nicht weiter kompliziert. Man spezifiziert seine Zielgruppe, ob man Privatpersonen oder Firmenkunden anvisieren möchte. Man wählt bestimmte Produkte, in diesem Fall Menschen, und fügt den Kriterien hinzu. Wenn man dann auf Abschließen klickt, bekommt man halt eine Adressliste mit Menschen, die auf diese Kriterien passen. Jeder Bürger hinterlässt Datenspuren, persönliche Informationen. Für uns haben die Datenschutzberater Leppelt und Bolte Daten über Anwohner in Berlin-Charlottenburg gekauft. Bei AZ Direkt, einem der größten deutschen Adresshändler, gab es für 166 Euro 63 Adressen, inklusive persönlicher Daten. Daten darüber, wer hier wohnt, wofür sich derjenige interessiert und aus welchem Milieu er vermutlich kommt. Daher wissen wir, hier wohnt angeblich ein Linker, dort ein Konservativer und gleich daneben laut unserer Liste ein Kleinbürger. Nützliche Informationen für Unternehmen, die nach neuen Kunden suchen. Gesammelt werden die Daten eigentlich zum Teil über Internetportale, Payback-Karten, Kundenkarten oder auch sogar vor Ort, dass Leute auf der Straße rumlaufen, sich die Häuser angucken und das halt alles sozusagen in einer riesigen Datenbank zusammenführen. Direktmarketing bezieht sich immer auf Konsumprofile. Also je exakter ein Konsumprofil für eine bestimmte Person ist, desto wahrscheinlicher ist es, dem etwas verkaufen zu können. Daten über 70 Millionen Personen sind bei AZ Direkt gespeichert. Dank unserer Liste wissen wir jetzt über Charlottenburger Bürger so einiges. Ich bin vielleicht zu gutgläubig. Also ich kann mir mal nicht vorstellen, dass wenn ich jemandem guten Gewissens meine Daten gebe, dass der die verkauft, irgendwohin abgibt. Ich weiß es nicht.
finde das also schon sehr dreist, muss ich dann sagen, dass man, dass jeder also an meine Daten rankommt. Das sind Dinge, von denen ich glaube, dass ich sie nirgendwo eingegeben habe oder nicht öffentlich zugänglich gemacht habe. Und spätestens an der Stelle bekomme ich ein Störgefühl. Und da würde mich schon interessieren, wie solche Daten ermittelt werden. Es werden irre viele Informationen gesammelt hinter dem Rücken der betroffenen Bürgerinnen und Bürger. Es werden Konsumprofile, Sozialprofile, Persönlichkeitsprofile, Bewegungsprofile erstellt. Es werden Wahlverhalten analysiert und Ähnliches. Und aus diesen Informationen wird ein mutmaßliches Interesse abgeleitet der Menschen, um sie dann mit eben ja ganz gezielter Werbung zu bombardieren. Auch bei der Deutschen Post kann man Daten bestellen. Der gläserne Kunde von heute. Was man über sie und ihren Nachbarn so alles weiß. So wird für eine Infoveranstaltung in Frankfurt geworben. Die Post sucht Geschäftspartner, die Daten bei ihr kaufen. Wir wollen mehr wissen über dieses spezielle Angebot und reden mit versteckter Kamera. Wir wollen wissen, was die Post so alles über Bürger sammelt, deren Adressen sie gespeichert hat. Immerhin geht es um 37 Millionen Haushalte. Beinahe jeder Deutsche ist irgendwie erfasst. Marketingmanager, so erfahren wie hier, können sich bei der Deutschen Post einen regelrechten Datenwunschzettel zusammenstellen. Von konservativ bis DDR-nostalgisch. Konsumvorlieben. Einkommensverhältnisse. Politische Einstellungen. Autovorlieben. Sogar Charaktereigenschaften. Oder Schwächen. Doch die Post weiß noch viel mehr. Dafür gibt es Einzelberatungen, zugeschnitten auf die speziellen Bedürfnisse der Unternehmen. Da habe ich was Schönes für Sie. Nennen Sie mir mal eine Postleitzahl. 10629 Berlin. Okay, das haben wir gleich. Sehen Sie da. Die blauen Punkte auf diesen grünen Feldern, überall dort wohnen Singlefrauen. Sie wissen, wo genau Singlefrauen wohnen? Ja, die Adressen haben wir sowieso und die reichern wir an. Mit Informationen zum Beispiel von Versicherungen oder Versandhäusern. Wenn jemand weiß, dass also da unverheiratete Frauen jüngeren Alters leben, dann ist das natürlich ein gefundenes Fressen für eine Vielzahl von ja, Vermarktern. Dann ist das interessant für irgendwelche Klingeltöne, das für ein das Angebot von Kosmetika. Das, vielleicht können irgendwelche besonderen Zeitschriften dort besonders an die Frau gebracht werden. Diese Information, die kann auf die unterschiedlichste Art und Weise ausgewertet werden, ohne dass jetzt die Frauen, die tatsächlich da angesprochen werden, auch tatsächlich die Bedürfnisse haben. Aber es wird dann von der Wirtschaft vermutet, sie hätten die Bedürfnisse, die der Durchschnitt aller gleichen Merkmalsträgerinnen hat. AZ Direkt, die Deutsche Post und andere verkaufen, was sie kriegen und sammeln unablässig. Wo große Autos stehen, was man verdient und wählt. Informationen kommen von Marktforschungsinstituten. Die arbeiten mit Banken und Versicherungen zusammen. Versandhäuser verraten, wer was bestellt. Und am Ende hat der Bürger wieder mehr Werbung im Briefkasten. Die Bürger vertrauen den Datensammlern viel zu stark, weil wir in unserer analogen Welt noch nicht oder nicht ausreichend damit konfrontiert sind, dass Informationen zusammengefasst und wiederverwertet werden können. Jedes Stück an Information gibt mir Kontrolle. Kontrolle über eine andere Person. Und immer neue Technologien ermöglichen das Sammeln von immer mehr Informationen und somit noch mehr Kontrolle. Zum Beispiel per Funk mit Rapid Frequency Identification, sogenannte RFID-Chips. Nur wenige Millimeter groß sind sie oft in Aufklebern versteckt und an immer mehr Alltagsprodukten angebracht. Eingeführt wurde der Chip zum Schutz vor Diebstahl, zur besseren Warenkontrolle und um das Bezahlen zu erleichtern. Auf jedem Chip ist eine Nummer. Hinter jeder Nummer verbirgt sich ein Produkt. So kann Datenschutzberater Leppelt für uns zum Test mit einem speziellen Lesegerät herausfinden, welcher Kunde welches Produkt gekauft hat.
Das funktioniert auf bis zu 10 Meter Entfernung. Und ohne dass derjenige, der den Chip bei sich trägt, es merkt. Es gibt sehr viele große Geschäftsketten, die testweise derzeit ihre Produkte mit RFID-Chips ausstatten. Prinzipiell ist es so gewollt von der Industrie, einfach aus den logistischen Vorteilen heraus, möglichst alle Produkte mit RFIDs auszustatten. Also sprich, RFID soll den Barcode ersetzen. Und wir alle kennen das, der Barcode ist auf jedem Produkt drauf und genau an dieser Stelle wäre dann halt ein RFID-Chip. Das Problem an dem RFID-Chip ist, dass er halt berührungslos und unbemerkt ausgelesen werden kann. Jeder, der einen RFID-Chip bei sich trägt, an einem Kleidungsstück oder an einem Medikament, kann also ausspioniert werden. Diejenigen, die einen Scanner haben, erfahren je nach Chip unterschiedlich viel. Mit Sicherheit aber, an welchem Produkt der Chip klebt und vielleicht auch, wer das Produkt gekauft hat. Und wenn man weiß, welcher Bürger welchen Chip bei sich trägt, kann man auch wissen, wo sich diese Person gerade aufhält. Dadurch können sehr dichte und aussagekräftige Konsum- oder Verhaltensbewegungsprofile erstellt werden, ohne dass ich das merke. Und das ist eben also eigentlich das Horrorszenario eines Datenschützers, dass jemand seine Daten verliert, ohne dass er seine Kontrolle noch damit drüber hätte. Noch sind keine Fälle von Überwachung mittels der RFID-Chips bekannt. Das Bedürfnis zu überwachen allerdings, ob Kunden oder Mitarbeiter, scheint insgesamt zuzunehmen. Die Überwachung von Beschäftigten bei Lidl und anderen Einzelhandelsketten hat eine neue Diskussion um den Schutz der Mitarbeiter ausgelöst. Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl, alles Unternehmen, von denen wir in letzter Zeit erfahren haben, dass sie ihre Beschäftigten ausspioniert oder zumindest deren Daten missbraucht haben. Lidl und die Detektive, die Supermarktkette hat die eigenen Mitarbeiter ausspionieren lassen. Überwachungsalltag in Deutschland. Wir werden von der Gewerkschaft NGG auf eine etwas altmodische Form von Mitarbeiterkontrolle aufmerksam gemacht. In Niedersachsen hat die Fleischbranche den Ruf, nicht gerade zimperlich mit ihren Mitarbeitern umzugehen. Wir treffen uns mit Gewerkschaftsmitgliedern vor einer Putenfabrik in der Nähe von Oldenburg. Begleiten sie mit versteckter Kamera. An diesem Morgen ist eine Flugblattaktion geplant für eine Infoveranstaltung der NGG. Es geht um Betriebsratswahlen, um Mitbestimmungsrechte. 5 Uhr früh. Schichtwechsel. Die Flugblätter stoßen auf reges Interesse. Dann aber taucht jemand auf, dem die Aktion ganz offensichtlich missfällt. Wollt ihr euch schon wieder mit uns anlegen? Da kommt doch morgen eh wieder keiner zu eurer Veranstaltung. Das kennen wir doch schon. Wie wir später erfahren, ist der Mann Vorarbeiter und hat schon einmal eine Veranstaltung der Gewerkschaft gestört. Wir halten die Führungskräfte in diesem Unternehmen für eine schlichte Zumutung. Insbesondere, wenn es um die Fragen von Mitbestimmung geht, tauchen immer zwei Personen dort auf, in jeder Form, dass sie anfangen, dieses in jeder Form zu unterbinden. Diesmal hoffen sie auf eine ungestörte Infoveranstaltung. Am nächsten Abend in dieser Gaststätte mitten im Industriegebiet. Doch die Gewerkschafter warten vergebens. Auch nach 30 Minuten. Kein einziger Angestellter lässt sich blicken. Draußen ahnen wir, was der Grund sein könnte. Vor der Gaststätte fährt derselbe Vorarbeiter mit einem Fahrrad auf und ab, der schon tags zuvor bei der Flugblattaktion aufgefallen war. Wir können hören, wie der Vorarbeiter am Handy jemandem übermittelt: Auch nach einer Stunde sei noch immer kein Arbeiter erschienen. Wem berichtet er, wollen wir jetzt wissen und stellen ihn zur Rede. Wir sind vom Zweiten Deutschen Fernsehen. Für wen beobachten Sie das eigentlich? Seine Reaktion eindeutig. Wir fragen bei seinem Arbeitgeber nach.
Stimmt es, dass Sie Ihre Mitarbeiter unter Druck setzen, nicht an Informationsveranstaltungen der Gewerkschaft NGG teilzunehmen? Die Antwort der Firma, Zitat: Es werden bei Gesland keine Mitarbeiter, egal ob sie einer Gewerkschaft angehören oder nicht, unter Druck gesetzt. Gewerkschafter und Datenschützer aber berichten von anderen Erfahrungen in verschiedenen Unternehmen. Dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Druck gesetzt werden von Unternehmen, das ist eine altbekannte Geschichte, dass seitdem es abhängige Arbeitsverhältnisse gibt, gibt sowas auch. Und dass man das dann unter Umständen sehr subtil mit irgendwelchen Detektiven macht und auch ganz untechnisch mit irgendwelchen Menschen, die einem dann sozusagen das Bewusstsein geben, hier ist es zwar nicht Big Brother, aber eben der Big Boss beobachtet dich. Das ist natürlich eine perfide Geschichte, gegen die man sich schwer erstmal direkt zur Wehr setzen kann. Recklinghausen im Ruhrgebiet. Eine modernere Form der Überwachung erlebt hier der Pharma-Referent und langjährige Betriebsrat Peter Mallory. Am 28. Mai 2007, kurz vor Mitternacht, gehen er und seine Frau zu Bett. Wenig später ereignet sich Merkwürdiges vor Mallorys Haus. Nachbarn, die anonym bleiben wollen, bemerken auf der Straße zwei Männer in einem Auto. Die hatten irgendwie einen Laptop an. Das hat mich halt sehr irritiert und dann habe ich meinen Mann gerufen und dann haben wir die so ein bisschen beobachtet. Dann sind die beiden Herren dann ausgestiegen und sind die Straße rauf und runter gelaufen. Mehrfach, das hat uns dann irgendwie auch ein bisschen irritiert. Während der eine eben weiterging bis zur Ecke und der andere eben ganz spontan sich dahinter das Auto schmiss. Ich habe mich dafür entschieden, schnell die Leute anzusprechen. Ich habe dann eben gefragt, was das denn jetzt gewesen wäre. Woraufhin ich dann die Antwort bekommen habe, dass da ja eigentlich nichts gewesen wäre und dem Herrn eben das Handy runtergefallen wäre und er hätte es nur gesucht und wieder aufgehoben. So, und dann sind sie ins Auto gestiegen und sind aber danach abgefahren. Dann konnten wir uns nach das Kennzeichen notieren. Und haben die Polizei gerufen. Ja. Die Polizei aber findet nichts. Am nächsten Tag informieren die Nachbarn Mallorys Frau. Hatten sich die Unbekannten am Dienstwagen ihres Mannes zu schaffen gemacht? Ich wusste, dass was möglicherweise unter meinem Auto war. Dann habe ich das erstmal angeschaut. Und war mir schon ein bisschen mulmig dabei, als ich in den Wagen einstieg. Weil ich nicht genau wusste, was das war. Die Polizei rät ihm, den Wagen überprüfen zu lassen. Mallory fährt sofort in die Werkstatt. Und die Mechaniker werden fündig. In der Nähe der Anhängerkupplung. Für mich war das Kästchen, gehört auch nicht zur Anhängerkupplung, nichts, ne? Wie sah das aus? Das Kästchen, ganz normal, ist schon eine schwarze, wie eine schwarze Schachtel, mit einer Schnur dran, wie eine Antenne oder was das ist, ja? Ne? Es kann auch ein Sender sein, so nach meinem Ermessen. Fest steht, dieses elektronische Gerät war unter Mallorys Dienstwagen. Wann genau es erstmalig dort angebracht wurde, ist ungewiss. Am 1. Juni 2007 erstattet Peter Mallory Anzeige gegen Unbekannt. Da ist der Wagen dann untersucht worden, ist auch anschließend beschlagnahmt worden, weil die nicht wussten, was das war. Und dann ist das Landeskriminalamt eingeschaltet worden. Doch das LKA braucht lange, ermittelt monatelang. Die Ungewissheit, wer ihn überwacht, wer ihn beobachtet hat, macht Mallory krank. Er wird arbeitsunfähig. Erst im Oktober 2008, eineinhalb Jahre nach dem Vorfall, bekommt Mallory ein Ergebnis. Es handelt sich um einen GPS-Empfänger. Mit Hilfe spezieller Kartensoftware ist es so möglich, den Aufenthaltsort des Geräts festzustellen und Bewegungsbilder zu erstellen. Jetzt ist es amtlich. An Mallorys Dienstwagen war ein Peilsender. Jede seiner Fahrten konnte kontrolliert werden. Über die Hintergründe kann man nur spekulieren.
Da kommt sehr viel zusammen. Er ist zum einen ein Außendienstmitarbeiter. Ne? Der Außendienstmitarbeiter wirkt sehr weit weg von der Betriebsstätte. Der Arbeitgeber hat nicht die Möglichkeit, die Leistung des Arbeitnehmers unmittelbar zu kontrollieren, ja, sondern er muss sich was einfallen lassen, wie er es in der Distanz kontrollieren kann. Und dann war er halt auch amtierendes Mitglied des Betriebsrates. Und der Betriebsrat in diesem Unternehmen war, zumindest zu dieser Zeit, ein sehr starker Betriebsrat, der sich vieler unangenehmer Themen angenommen hat. Während der Ermittlungen ordnet das Amtsgericht Bochum an, die Daten des Peilsenders zu untersuchen. In einem Beschluss weist das Gericht auf Mallorys Betriebsratszugehörigkeit hin. Der Zeuge Mallory arbeitet für eine Pharmafirma. Er ist als Betriebsrat des Unternehmens sehr engagiert. Das Gericht hat den Verdacht, dass ein Verstoß gegen das Bundesdatenschutzgesetz vorliegt. Die bislang unbekannten Täter lassen sich nur ermitteln, indem die gespeicherten Verbindungsdaten erhoben werden. Noch immer ist nicht ermittelt, wer den Peilsender an Mallorys Wagen angebracht hat. Peter Mallory ist enttäuscht. Selbstverständlich ist das ein Vertrauensbruch. Die ganze Außendiensttätigkeit baut auf Vertrauen auf. Ja? Und nicht nur Außendienst, aber gerade im Außendienst, weil man da doch viele Freiheiten hat. Und wenn der Arbeitgeber dieses Vertrauen nicht hat und greift zu solchen Methoden, ist das ein absoluter Vertrauensbruch. Sein ehemaliger Arbeitgeber erklärt, weder einen Peilsender angebracht, noch eine Detektei beauftragt zu haben. An viele Formen der Überwachung haben wir uns längst gewöhnt. Videokameras werden vor allem zur Verbrechensbekämpfung eingesetzt. An Plätzen, Straßen, Schulen. Und auch zur Kontrolle am Arbeitsplatz dienen immer häufiger Kameras. Menschen, die überwacht werden, werden unsicher. Sie verlieren ihr Selbstbewusstsein, weil sie sich überwacht fühlen. Weil sie spüren, dass jeder ihrer Bewegungen aufgezeichnet wird und gemessen wird an einem standardisierten, vorgegebenen Verhalten. Und das ist das Gegenteil von dem, was wir in unserer Gesellschaft zu unseren Grundwerten gemacht haben. Der Tönnies Schweineschlachthof im niedersächsischen Sögel. Hier wehrte sich die Belegschaft gegen Überwachungskameras, nachdem im April 2008 diese Bilder aus Umkleidekabinen in einer Filiale des Fleischkonzerns Tönnies aufgetaucht waren. In Sögel wollten die Tönnies-Mitarbeiter daraufhin wissen, gibt es das auch bei uns? Wo hängen Kameras und was genau wird gefilmt? Sommer 2008. Vertreter der Belegschaft haben von der Firmenleitung Fotos und Lagepläne von allen Kameras im Betrieb angefordert. Bei einer Betriebsratssitzung, die mit versteckter Kamera gefilmt wird, werden die Pläne überprüft. Dabei kommt heraus, die über 40 Kameras hängen in nahezu allen Produktionsräumen, an den Fließbändern in Fluren, Kantinen. Und sie sind auch unmittelbar auf Mitarbeiter gerichtet, ohne deren Zustimmung. Daraufhin reicht der Betriebsrat Klage ein, mit Erfolg. Die Firmenleitung lenkt ein. Fast alle Kameras müssen abgehängt werden, bis auf solche, die zum Beispiel technische Abläufe kontrollieren. Alle noch verbleibenden Kameras im Schlachthof Sögel sind jetzt vom Betriebsrat genehmigt. Damit ist der Streit beigelegt. Grundsätzlich aber bleibt das Thema aktuell, sagen Gewerkschafter aus der Region. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass es eindeutiger Trend ist, dass die Mitarbeiter systematisch über alle Branchen hinweg bespitzelt werden. Wir wissen nicht genau, was der Hintergrund ist, aber wir können nur vermuten, dass es um die Frage letztendlich geht, die Leute subtil zu mobben und sie damit entsprechend im Griff zu haben. Also grundsätzlich ist natürlich Videoüberwachung per se nicht
in dem Maße zulässig, wie viele sich das vorstellen. Studien haben ja auch belegt, dass eben Leistungskompensierung und permanente Überwachung krank machen am Arbeitsplatz. Und das ist gesellschaftlich, volkswirtschaftlich ja auch nicht erwünscht. Seit Sommer 2008 häufen sich in Deutschland die Berichte von Mitarbeiterüberwachung. Bei der Telekom scheint in puncto Datensicherheit einiges im Argen zu liegen. Schwere Vorwürfe gegen die Deutsche Bahn. Der Konzern hat angeblich in großem Stil Mitarbeiter und deren Ehepartner ausspionieren lassen. Und es gibt neue Skandale über verlorene Kundendaten. Datenschützer sind alarmiert und sprechen von einer neuen Qualität des Datenmissbrauchs. Schon wieder ein Datenskandal und einer von riesigem Ausmaß. Von Privatsphäre kann überhaupt kaum noch die Rede sein. Diese Häufung der Skandale ruft die Politik auf den Plan. Innenminister Schäuble legt ein neues Gesetz vor, das zumindest beim Datenhandel dem Verbraucher mehr Rechte einräumen soll. So sieht der neue Gesetzentwurf vor, die Weitergabe von Kundendaten zu erschweren und den Adresshandel einzuschränken. Bisher können Daten ohne Einwilligung der Kunden weiterverkauft werden, nach dem sogenannten Listenprivileg. Das neue Datenschutzgesetz erlaubt die Datenweitergabe nur mit ausdrücklicher Einwilligung der Kunden, dem sogenannten Opt-in-Verfahren. Und gerade diese geplante Änderung schreckt die Direktmarketingbranche und Adresshändler auf. In Berlin treffen sich Anfang Dezember 2008 ihre wichtigsten Vertreter bei der Jahrestagung der Verlagsgruppe Handelsblatt. Tausende von Arbeitsplätzen und Milliardenumsätze stünden auf dem Spiel, wenn man nicht mehr wie bisher direkt mit den Verbrauchern in Kontakt kommen dürfe. Um all das abzuwenden, setzt die Branche auf Dieter Weng, einen erfahrenen Marketing-Experten. Ich halte es für einen absoluten Irrsinn, gleichzeitig zu sagen, wir bauen noch über eine Rezession den Zugang zu Neukunden ab. Weng ist versiert im Umgang mit Politikern und Medien. Jahrelang hat er für die Pharma- und Tabakindustrie gearbeitet. Jetzt ist er Präsident des Dialog-Marketing-Verbandes und will verhindern, dass die Politik die Möglichkeiten seiner Branche einschränkt. Ich glaube nicht, dass Bürger wirklich der Meinung sind, dass nur der Staat sie schützen kann. Und seine Strategie? Kommunizieren, sprechen mit denjenigen, die eine Entscheidung zu treffen haben. Sprechen, das beginnt bei den Personen, die einen solchen Entwurf schreiben, ihnen mit den Fakten und den Zusammenhängen so weit wie irgend möglich entgegenzukommen, ihnen die zur Verfügung zu stellen, mit ihnen über Alternativen reden. Nur wenige Tage später im Berliner Regierungsviertel. Ein sogenanntes parlamentarisches Frühstück am Pariser Platz. Mit Bundestagsabgeordneten und Marketingfachleuten. Wir wollen wissen, was bei dem Frühstück diskutiert wird, müssen aber draußen bleiben. Nach einer Stunde kommt der CDU-Fraktionsvizechef Wolfgang Busbach. Was ist das denn hier? Und die CDU-Abgeordnete Rita Pawelski. Brudermann ZDF, ich wüsste gerne, was. Diese Termine stehen ja im Terminkalender, im Online-Terminkalender. Ja. Was bringen die? Diese Frühstücks, was bringen die? Die standen auf Ihrer Online-Seite. Ja, wir hatten eben eine gute Diskussion zum Thema Datenschutz. Und wir haben unterschiedliche Meinungen gehört, die ich sonst nicht so höre, weil wir reden ja nur unter Kollegen miteinander. Einige Wochen und Debatten später schreibt sie an den Verlag für die deutsche Wirtschaft, einen Gegner des neuen Gesetzes. Uns wurden stichhaltige Argumente für eine Beibehaltung des Listenprivilegs unter bestimmten Bedingungen geliefert. Daher setzen wir uns dafür ein, dass der Gesetzesentwurf des Bundesinnenministeriums in einem Punkt zwingend überarbeitet wird, der geplanten Streichung des Listenprivilegs. Also gegen die Kundenzustimmung. Im Januar lädt der Verlag für die deutsche Wirtschaft ein. Wieder geht es um das neue Datenschutzgesetz. Auch hier sollen einzelne Abgeordnete wie der SPD-Politiker Sebastian Edati überzeugt werden. Von Marketingunternehmen,
Verbänden und einer Vertreterin der Post. Im Aufsichtsrat des Verlags für die deutsche Wirtschaft sitzt der CDU-Abgeordnete Michael Fuchs. Für diese Nebentätigkeit bekommt er über 7.000 Euro im Jahr. Im März 2009 beruhigt Fuchs einen besorgten Marketingunternehmer. Die Nutzung von Adressdaten und zielgruppenspezifischen Werbemaßnahmen ist im modernen Wirtschaftsleben unverzichtbar. Ich halte die weitgehende ersatzlose Abschaffung des sogenannten Listenprivilegs für ein Übermaß. Auf den Internetseiten des Dialog-Marketing-Verbands des DDV finden sich viele solcher Schreiben aus den letzten Wochen und Monaten zwischen Branchenvertretern, Abgeordneten und Ministern. So auch dieses. Da schreibt der CSU-Abgeordnete Hans Reidel an den damaligen Wirtschaftsminister Michael Gloß. Sehr geehrter Herr Minister, lieber Michel, dich möchte ich bitten, alles in deiner Macht Stehende zu unternehmen, dass die mittelständischen Unternehmen, die personenbezogene Daten mit größter Sorgfalt speichern, nicht durch eine Verschärfung des Bundesdatenschutzgesetzes in Mitleidenschaft gezogen werden. Nettesten fand ich den Wirtschaftsminister, den Bundeswirtschaftsminister, der gesagt hat, Datenhandel muss völlig verboten werden, was natürlich in einer freien Wirtschaftsordnung gar nicht geht. Und jetzt in der Zwischenzeit genau ins Gegenteil wieder umzufallen droht, weil er eben so unter Druck gesetzt worden ist von der Wirtschaft. Im letzten Winter häufen sich die Einladungen der besorgten Branche. Diesmal lädt Post-Direkt-Marketing-Vorstand Jürgen Gerdes ein. Gemeinsam mit dem DDV. Wieder ein parlamentarisches Frühstück, diesmal im Nobelhotel Adlon. 33 Bundestagsabgeordnete haben zugesagt. Wir warten vor der Tür. Drinnen präsentieren sie Gesetzesalternativen ohne die gefürchtete Kundeneinwilligung, wird uns berichtet. 2 Stunden dauert die Überzeugungsarbeit der Lobbyisten. Alle anderen sind schon gegangen, als DDV-Chef Dieter Weng und Postvorstand Jürgen Gerdes das Hotel verlassen. Nicht unzufrieden, wie es scheint, und offenbar erfolgreich. Immer mehr Parlamentarier nehmen inzwischen wieder Abstand von der Einwilligungslösung. Und die Verbraucher? Ich bin mir sicher, dass Verbraucher sich belästigt fühlen. Aber sie sind Menschen und wir sind jeden Tag belästigt. Sie sind vom Hupen auf der Straße belästigt, sie sind vom Straßenlärm belästigt. Sie finden Wege, wir als Menschen finden Wege, mit diesen Belästigungen umzugehen. Die Tatsache, dass wir es ihnen permanent durch Verordnungen versuchen zu verringern, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich belästigt fühle. Es ist richtig, dass wir sehr, sehr viel belästigt werden. Es ist ein Unterschied, aber ob wir uns dieser Belästigung entziehen können oder ob wir uns nicht entziehen können. Wenn also der Bundestag es nicht schaffen würde, dieses Permission Marketing einzuführen, das heißt also ein Gesetz zu erlassen, was von der Einwilligung des Betroffenen oder die Werbung abhängig macht. Wenn das nicht geschaffen würde, dann würde, glaube ich, der Bundestag, würden sich alle politischen Parteien sehr unglaubwürdig machen. Dabei wird der Staat selbst immer stärker zum Datensammler. Will Sicherheitslücken schließen. Seit dem 11. September 2001 wurden über 20 Gesetze beschlossen. Überwachen und Daten sammeln. Gegen Kriminalität und Terrorismus. Mit jedem Gesetz erfasst und durchleuchtet der Staat seine Bürger mehr. Aus unverdächtig wird noch nicht verdächtig. Und das kann katastrophale Folgen haben. Wie in Berlin im Sommer 2007. Das war der Morgen vom 31. Juli, also ein Sommertag, früh um 7. Bin ich von einem Hämmern an der Tür aufgewacht. Und dann ist so eine Masse an bewaffneten Männern mir entgegengerollt und haben mich dann zu Boden geworfen, die Hände schnell am Rücken fixiert. Dann hat man teilweise den Eindruck, man ist in wie so einem Film und beobachtet Situationen, also auch weil die sich tatsächlich so benehmen, wie man das aus Krimis oder Actionfilmen kennt, also mit gezogenen Waffen in Kinderzimmer reingehen. Mir war schon klar, dass es sowas gibt wie Hausdurchsuchungen und Festnahmen und dass sich das auch gegen linke Aktivistinnen und Aktivisten richtet. Also
Das ging mir schon durch den Kopf, aber ich konnte mir nicht erklären, was das eigentlich mit mir direkt zu tun haben soll. Also das war so eine abstrakte Angst, die ich bis dahin hatte. Der Soziologe André Holm wird von einem Sonderkommando verhaftet und zum Bundesgerichtshof nach Karlsruhe gebracht. Erst später erfährt Holm, dass er systematisch vom Bundeskriminalamt überwacht wurde. Zu dieser Zeit arbeitet Dr. André Holm an der Berliner Humboldt-Universität. In seinen wissenschaftlichen Aufsätzen stoßen Fahnder des BKA auf Ausdrücke wie Gentrification und Prekarisierung. Fachbegriffe, die auch in Bekennerschreiben einer mutmaßlich terroristischen Vereinigung vorkommen. So gerät Holm ins Visier der Fahnder. Das Bundeskriminalamt erstellt ein Personenraster, das auf ihn zutrifft. Außergewöhnliches politisches und historisches Wissen. Die Fähigkeit, wissenschaftlich analytisch zu arbeiten. Keine polizeilichen Erkenntnisse. Bisher keine erkennungsdienstliche Behandlung. Kein klassischer Autonomer. Nach seiner Festnahme ordnet der Ermittlungsrichter Untersuchungshaft an. Holm kommt in die JVA Moabit in Berlin. Einzelhaft. Beim Haftprüfungstermin 30 Tage später entscheidet der Bundesgerichtshof, es gibt keinen dringenden Tatverdacht. Wieder in Freiheit kann Holm die Observierungsprotokolle einsehen. Als die Zielperson André Holm, geboren am 8. Oktober 1970 in Leipzig, wurde er monatelang beschattet. Auszüge aus den Protokollen. 13.02.2007. Bekleidung des Herrn Holm, hellgrüne Hose, schwarze Jacke, schwarze Umhängetasche. 15.45 Uhr. Zielperson steigt in die U-Bahn und fährt vom U-Bahnhof Mehringdamm zum U-Bahnhof Rosenthaler Platz. 16.21 Uhr. Die Zielperson verlässt die U-Bahn. Und betritt einen Hotdogladen. 16.24 Uhr verlässt er diesen. 16.29 Uhr. Zielperson läuft zum Friseur Sultan, welchen er um 16.39 Uhr betritt. 16.53 Uhr. Die Zielperson, eine weibliche Person und ein circa zweijähriges Kleinkind verlassen die Wohnung. Und laufen zur Kita Regenbogen, welche sie um 17.07 Uhr betreten. 20 Uhr, keine Veränderung, Abbruch. Dann werden auch Telefone von Freunden und Bekannten abgehört. Dann werden Videokameras vor den Hauseingängen installiert, um jederzeit zu sehen, wann verlässt der Beschuldigte das Haus, mit wem trifft er sich, mit wem geht er nach Hause. Also, das heißt, also, da verwandelst du dich in einen völlig gläsernen Menschen. Die Fahnder sind immer zugegen, auch wenn er sich mit Freunden und Bekannten trifft. Häufig mit dabei ist sein alter Schulfreund und Kollege Dr. Matthias B., ebenfalls Wissenschaftler. Wegen seiner Nähe zu Holm gerät auch er unter Terrorverdacht. Im Nachhinein erfährt auch Matthias B. aus den Unterlagen, dass er mit dem gleichen Aufwand observiert wurde. Matthias B. will unerkannt bleiben. Man hat keine Geheimnisse sozusagen mehr. Also ich bin ja ein Jahr lang verdeckt überwacht worden, ohne dass ich das gemerkt habe. Und jetzt kann sich ja jeder vorstellen, wenn ein Jahr lang sämtliche Lebensäußerungen, die man so macht, an die Polizei weitergeleitet werden und die Polizei auf dieser Grundlage dann wild spekulieren kann und sich irgendwas zusammenkonstruieren, dann ist das natürlich eine sehr bedrohliche Geschichte. Das BKA durchleuchtet B.s komplettes Umfeld und erhält dabei bereitwillig Auskünfte und Unterstützung von vielen Unternehmen, zum Beispiel der Deutschen Bahn. Im Telefonprotokoll einer Anfrage des BKA an die Bahn ist festgehalten, wie die Bahn den Fahndern helfen könnte. Wenn Matthias B. am sogenannten Bonusprogramm der Deutschen Bahn teilnimmt, kann nachvollzogen werden, wann er welche Reise gebucht hat und wie er gezahlt hat. Matthias B. nimmt am Bonusprogramm teil.
Jetzt stellt das BKA eine konkrete Anfrage an die Bahn, Abteilung Konzernsicherheit. Es gibt Hinweise, wonach Dr. Matthias B. zum kommenden Wochenende verreisen will. Die Antwort der Bahn erfolgt umgehend auf demselben Fax. Letzter Fahrschein, Bonn-Leipzig, zweite Klasse für 43,50 Euro. Und das Bundeskriminalamt hat weitere Helfer, nicht nur die Deutsche Bahn. Aus Abhörprotokollen erfährt der Generalbundesanwalt, dass Matthias B. im Februar 2007 eine Reise in die USA plant. Auf die Nachfrage beim Reiseveranstalter erfolgt die prompte Antwort. Matthias B. habe einen Inlandsflug von San Francisco nach Palm Springs für sich und seine Lebensgefährtin gebucht. Als sich das BKA schließlich auch bei der Bank nach B.s Kontobewegungen erkundigt, kündigt ihm das Geldinstitut ohne Angabe von Gründen. Man staunt einfach auch dann innerhalb der Privatwirtschaft, wie viel Entgegenkommen und Bereitschaft zur Denunziation und zum Mitmachen bei diesen ganzen Geschichten da ist. André Holm und Matthias B. unterrichten beide an renommierten deutschen Universitäten. Seit September 2006 laufen die Ermittlungen. Das Verfahren gegen sie ist bis heute nicht eingestellt worden. Ob sie immer noch überwacht werden, sie wissen es nicht. Ich habe jetzt manchmal so ein bisschen eine zynische Position, auch wenn ich diese Debatten um neues BKA-Gesetz und Verschärfung der inneren Sicherheitsgesetze mir anschaue, weil ich den Eindruck habe, alles, worüber da jetzt politisch diskutiert wird, dass das ein Skandal wäre, dass es das nicht geben soll, das ist uns passiert. Also wir wurden komplett überwacht, unsere E-Mails wurden komplett mitgelesen. Wir haben auch vor der Online-Durchsuchung offensichtlich Wege gefunden, sich Zugang zu unseren Computern zu schaffen, etc., etc. So, das ist eine starke politische Empörung. Also das sozusagen in einem Land, was sehr, sehr stark darauf setzt, dass wir eine freiheitliche Grundordnung haben, dass Freiheit eines der wichtigsten Elemente in sozusagen dem gesellschaftlichen Wertehaushalt sein sollen, dass da persönliche Freiheit im Zuge von solchen Ermittlungen massiv außer Kraft gesetzt werden. Wenn die Datenschutzberater Peter Leppelt und Wulf Bolte heute nach André Holm im Internet suchen, finden sie über 80.000 Treffer. In fast jedem Artikel ist von Terror, von Verdacht und Anklage die Rede. André Holm wird sein Leben lang der Terrorverdächtige bleiben. Das Internet vergisst nicht. Jede Spur, die wir auf Webseiten, in sozialen Netzwerken oder in Foren hinterlassen, bleibt mit großer Wahrscheinlichkeit für immer irgendwo gespeichert. Man muss sich halt nur überlegen, was ich halt einem Wildfremden auf der Straße erzählen würde. Was ich dem nicht erzählen würde, sollte man halt auch nicht einfach so irgendwo hinschreiben im Internet. Das Gefährliche ist eigentlich, dass die Leute kaum verstehen, was mit den Dingen, die sie dem Internet anvertrauen, wirklich passiert. Also sie tippen irgendwas in ihren Rechner, das ist ein kleines Fensterchen an ihrem Notebook und dann verschwindet es. Und dann geht man einfach davon aus, das geht genau an den Adressaten, an den ich gerne ansprechen würde. Das ist leider nicht immer der Fall. Und man muss einfach damit rechnen, dass es an völlig andere Quellen geht. Ich denke, wenn wir jetzt nichts unternehmen, dann werden wir keine anonyme Bewegungsfähigkeit in unserer Gesellschaft mehr haben. Jetzt gilt es, Zeichen zu setzen. Und jetzt gilt es, jeder für sich, aber auch als Gesellschaft, dafür einzutreten, dass es diese anonymen Freiräume, die konstitutiv sind für unsere Gesellschaft, auch weiterhin gibt, auch im digitalen Raum.